Die mit dem Stuhl. Die mit dem roten Stuhl. Ja, roter Stuhl. Vielleicht. Kennt ihr auch, ne? Okkultes Blut im Stuhl, sollte man untersuchen lassen. Alte Freunde unserer Sendung und immer wieder ein Fest, die zu treffen, die Herren von Umf. Hallo. Die Betonung lag nicht auf alt, hoffentlich. Natürlich. Auf Freunde. Natürlich, mit 25 lag die Betonung auf alt. Wobei, ich glaube, es ist gar keine Jahreszahl, es ist eine Zentimeterangabe, ihr alten Angeber. Ja, da ist was dran. Vielleicht auch Millimeter, wer weiß es so genau. Ne, 25, denke, darauf kann man schon stolz sein. Ich meine jetzt auf die Jahreszahl natürlich. Nee, warte mal, was sind denn 25? Ach, was weiß ich. Naja, jedenfalls Urbesetzung noch. Und uralt. Genau, und mittlerweile durch viele Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen. Ja, deshalb. Wie er gesagt hat, Urbesetzung noch. Ja, noch. Betonung liegt auf noch. Ja, ich denke, darauf kann man stolz sein. Viele Bands haben sich in diesem Zeitraum schon dreimal aufgelöst und wieder zusammengefunden. Wird vielleicht mal ein Plan für die Reunion-Tour dann? Ja, also das machen wir dann aber erst bei der Möbelhaus-Abschiedstour dann. Wenn wir dann bei XXX sind, habe ich sogar schon einen Partner für uns, wenn wir Möbelhäuser haben müssten. Ja. Die mit dem Stuhl. Die mit dem roten Stuhl. Ja, roter Stuhl. Vielleicht. Kennt ihr auch, ne? Okkultes Blut im Stuhl, sollte man untersuchen lassen. Jetzt sagst du völlig richtig, ihr seid die Urbesetzung. Aber live hat sich da ja einiges getan. Und zwar zum Besseren. Erzähl doch mal. Ja, wir sind jetzt zu siebt mittlerweile auf der Bühne. Haben also sämtliche Sequenzer-Sachen, die früher mitgelaufen sind, komplett live umgesetzt. Wir sind sozusagen komplett frei jetzt auf der Bühne, ohne Band, ohne alles. Ich denke, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal unter den sogenannten Neudeutsche Härte-Bands. Macht total Spaß. Wir können die Lieder so lange spielen, wie wir wollen, so schnell, so langsam. Also das ist echt toll. Wie ich von deinen beiden Kollegen schon gehört habe, der Hauptgrund dafür war ja, dass du beim Crowdsurfen immer zu spät auf die Bühne zurückkommst. Ja, wenn du Sequenzer mitlaufen hast, dann bist du natürlich irgendwie in so einem Korsett. Das macht immer noch Spaß mit dem Crowdsurfen auch, ja? Ja, natürlich. Also es kommt immer darauf an, wie viele Kleidungsstücke man danach noch anhat, aber meistens komme ich ja gut bekleidet noch wieder zurück. Was ihr zu denken geben sollte. Wir lassen ihn ja immer nicht wieder rein, weißt du? Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass ich, wie das so viele machen, mich auf Tour kaum wasche. Dann kleben die Klamotten erstens besser am Körper, das heißt, man kann sie mir schlechter vom Körper reißen und zweitens will das auch keiner haben, wenn das anständig riecht. Hier in Wacken seid ihr so ein bisschen die Außenseiter, oder? Außenseiter Spitzenreiter war früher eine Lieblingssendung von mir. Aber schon das vierte Mal Außenseiter. Also irgendwie kann das dann doch nicht stimmen. Ja. Die Leute sind sehr aufgeschlossen hier, ne? Ja, finde ich auch. Also wenn ihr schon Mambo-Code spielen kann seit Jahr und Tag und wenn ihr schon Heino auftreten darf, also dann kann die Leute, glaube ich, nichts schocken. Ist der Schritt nicht mehr weit, meinst du? Dann ist der Schritt zu Umf nicht mehr weit. Nein, das stimmt. Nein, wir sind ja früher auch schon häufiger aufgetreten. Ich glaube, 95 war unser erstes Mal. Da war das ja noch ein kleines Wald- und Wiesenfestival. Ansehnlich zwar schon, aber jetzt mittlerweile ist es ja eins der größten der Welt und hat sich gemausert, macht nach wie vor Spaß. 95 haben wir noch in so einer Art kleinem Bierzelt gespielt, weiß ich noch. Da eine Bühne und die Scheinwerfer hingen schon so direkt über einem, weil gar nicht mehr Höhe war. 2012 haben wir ja die Leute, also 40.000 zum Schunkeln gebracht, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war sehr, sehr witzig halt, ne? Weil irgendwie so nah an der Waterkant hier oben hat es gepasst. Gut, dass du es ansprichst. Mit dieser Seemannsnummer habt ihr auch ein bisschen was Experimentelles gemacht und das Wahnsinnsfette Beute war ja in einigen Bereichen auch was Neues, kam aber nicht ganz so Bombe an, obwohl ich die Scheibe wirklich super finde. Jetzt gibt es eher eine Rückbesinnung. War das eine Reaktion darauf? Nein, wir haben uns ja nie irgendwie wiederholt von Album zu Album. Es war einfach so, dass wir mit das Wahnsinnsfette Beute unsere selbstironische Seite, die einfach mal raus musste, abgearbeitet hatten. Also es wäre jetzt langweilig gewesen, wenn wir nochmal so ein Album gemacht hätten. Das wäre irgendwie gar nicht im Stile von Umf gewesen, sondern uns war klar, das nächste Album wird wieder ein krasser Gegensatz sein. Wir arbeiten ja immer in Blöcken. Das heißt, wenn wir uns zurückziehen, um neue Sachen zu komponieren, geht jeder in sein eigenes Studio und komponiert erstmal fröhlich drauf los, aber jeder für sich. Dann treffen wir uns nach 2-3 Monaten und dann spielen wir uns gegenseitig die ersten Ideen vor. Dann schließen wir meist noch eine Dreier-Session an, wo wir zu dritt ein paar Songs komponieren und dann machen wir so eine Open-Session. Diesmal war die Open-Session so, dass wir befreundete Musiker angerufen haben von Subway to Sally, sprich den Budensky und den Simon Michael und haben dann mit denen nochmal eine offener gestaltete Session drangehangen und das sieht man dann auch in den Credits, dass einige Ideen davon dann auch Einzug gefunden haben aufs Album. Der Budensky ist ja auch ein großartiger Texter. Ja. Findet da auch ein Austausch statt? Ja, natürlich, klar. Deswegen haben wir ihn auch dazugenommen. Wir wollten auch mal sehen, was er für einen Blickwinkel auf Songideen von uns hat und hat da auch seinen Einfluss gehabt, hin und wieder natürlich. Apropos Texte, der Opener Dein Retter handelt ja von Drogen. Habt ihr da selber Erfahrungen in eurem Umfeld oder bei euch selbst gemacht? Ja, natürlich macht man im Laufe der Jahre Erfahrungen mit Drogen.
kommt irgendwann zu dem Schluss, dass das das Leben nicht unbedingt bereichert. Und ich nehme seit 8 Jahren überhaupt gar keine Drogen, noch nicht mal mehr Alkohol zu mir und lebe damit gut, komme gut klar. Ich denke, das Leben besteht aus Veränderungen und man muss auch den Mut mit sich bringen, sich zu verändern. Ich habe, was weiß ich, 25 Jahre lang Vollgas gegeben, auf eine gewisse Art und Weise gelebt und dachte mir, jetzt muss ich mein Leben mal auf eine andere Stufe, auf ein anderes Level hieven. Ich kann ja nicht irgendwie denken, ich bin jetzt Musiker, lebe in einem eigentlich vom Klischee her nicht konservativen Beruf oder Bereich und bin dann aber doch total spießig, indem ich mich nicht verändere. Ja, und das, da habe ich keinen Bock drauf. Ich denke, man muss auch im Leben den Mut mit sich bringen, krasse Veränderungen mal an sich zu vollziehen. An wem sonst, wenn nicht an sich selbst, ne?